begrüße euch das allererste Mal live aus Teneriffa. Das ist mein erstes Video für euch, was ich hiermit in Teneriffa für euch aufnehme. Wir befinden uns hier bei ganz, ganz lieben Freunden für uns und netter, lieberweise durfte ich hier mein erstes Video für dich, für euch filmen. Ihr Lieben, ich habe mir vorhin meine Liste zu Hause angeschaut, wo ich all die Videowünsche, Videothemen von euch festhalte, die ihr mir in den Social Medias schreibt, sei das bei Facebook, YouTube, über Twitter, per E-Mail. Ich halte alles fest auf einer Liste und dann schaue ich immer, okay, welches Thema nehme ich von dieser Liste? Und heute habe ich geschaut und das Erste, was mich dort quasi ansprang, war das Thema karmische Wunden. Das passt auch perfekt, weil als wir uns eben mit unseren lieben Freunden unterhalten haben, kamen auch bei mir einige alte karmische Wunden auf, beziehungsweise bei fast jedem von uns. Also karmische Wunden, was ist das? Wie heilt man karmische Wunden? Und wie äußern sich karmische Wunden? Nun, was Karma ist, weiß eigentlich jeder von euch, davon gehe ich aus. Deshalb gehe ich da jetzt eigentlich nicht näher drauf ein. Was Wunden sind, weiß auch jeder von euch. Wir können seelische Wunden haben, emotionale Wunden, physische Wunden, geistig-mentale Wunden. Karmische Wunden sind Wunden aus einem anderen Zeitalter, aus einem anderen Leben von dir, aus einer anderen Inkarnation von dir. Bei karmischen Wunden spricht man immer von emotionalen, mentalen, gefühlsmäßigen Wunden im Emotionalkörper, in der Aura, in den Mentalkörpern, in den Chakren, die du, die ihr aus einer alten Inkarnation oder aus mehreren alten Inkarnationen mit in dieses Leben gebracht habt. Denn wenn du auch durch die verschiedenen Inkarnationen hinweg deine physischen Körper wechselst, bleibt doch deine Seele die gleiche, bleibt deine Aura die gleiche Aura, deine Energiekörper bleiben die gleichen Energiekörper, deine Chakren bleiben die gleichen Chakren. Die nimmst du mit von Leben zu Leben. Was bedeutet dies? Deine Aura, deine Chakren, deine Energiekörper, sprich dein Unterbewusstsein, deine Seele, die aus Energie besteht, nehmen alles auf, was an Energie in dir existiert. Emotionen, Gefühle, Erlebnisse, Erinnerungen, Traumata, Schocks bestehen auch aus Energie und bleiben, wenn sie nicht geheilt verarbeitet werden, im Emotionalkörper, in deinem Unterbewusstsein, in der Aura, in den Chakren hängen. Dies bedeutet, als Beispiel, wenn du zum Beispiel eine vergangene Inkarnation erlebt hast in Italien, in Frankreich, in Spanien, und wir sagen mal so, du warst dort zum Beispiel ein Mönch in einem Kloster, das ist so das gängige Beispiel, oder du warst eine Mutter mit sehr vielen Kindern, du hast sehr viel Verantwortung getragen, musstest sehr hart arbeiten. Und sagen wir mal, in diesem damaligen Leben hat dich jemand schwer emotional verwundet oder traumatisiert, sei es durch Streits, durch Intrigen, Vorwürfe, sei es durch Schicksalsschläge, die dir in den damaligen Leben geschehen sind. Es kann auch durch Kriege, Religion, alle möglichen Situationen im Familienverbund zum Beispiel verursacht werden. Wenn dort in einem alten Leben deine Gefühle massiv verletzt worden sind, du massiv traumatisiert worden bist, du schreckliche Erfahrungen gesammelt hast und du in dem damaligen Leben nicht dazu gekommen bist, nicht wusstest, nicht in der Lage warst, gewisse Traumata, Erfahrungen, Schocks, Emotionen, Erfahrungen mit Familienverbünden, in Partnerschaften zu heilen, dann verlässt du zwar in dem damaligen Leben deinen Körper, das damalige Schauspiel, das damalige Land, dein damaliges Aussehen, Religion etc., aber du nimmst all das andere, wenn es nicht geheilt worden ist, wenn du nicht vergeben hast, wenn man dir nicht vergeben hast, wenn da Groll herrscht zwischen dir und dem damaligen Familienverbund, der damaligen Religion, einem bestimmten Menschen, einer bestimmten Situation, einem bestimmten Land gegenüber, nimmst du das alles mit. Du nimmst es mit. Somit bist du, ist deine Seele schon mal um eine Last beschwerter. Das ist auch der Grund, die Seele inkarniert sich immer und immer wieder, um dann im Endeffekt nicht nur sich seelisch zu evolutionieren, zu heilen, auch schöne Sachen zu erleben, sondern die Seele muss auch ihre Altlasten loslassen. Karmische Wunden zeigen sich immer dann, wenn du
emotional, mental, gefühlt auf ein Land, auf Menschen, Religion, Ereignisse, Erfahrungen ganz stark negativ reagierst und du weißt gar nicht warum. Ne, du weißt gar nicht, warum reagiere ich in dieser Situation so, warum ist meine Reaktion so, warum ziehe ich mir diese Menschen an, warum ziehe ich mir diese Situation an, warum? Warum habe ich seit der Kindheit diese Trauer in mir? Ne, also immer wenn du es nicht begründen kannst, immer wenn es keine Situation aus diesem Leben gibt, wo du sagen kannst, klar, das beruht darauf. Ne? Wenn du eine Trauer in dir trägst, eine Depression, Ängste, Paniken, andere negative Emotionen, Gefühle etc. und du findest in diesem Leben keinen Grund dafür, dann ist es alt, dann ist es karmisch. Das Gleiche gilt dafür, wenn du einem Menschen wieder begegnest und begegnest diesen Menschen, du kennst sie nicht und du hast sofort Wut oder empfindest Angst oder Abscheu oder Ekel oder was auch immer, dann teilst du mit demjenigen ein negatives karmisches Band, eine negative karmische Begegnung, hast eine negative karmische Wunde. Manchmal bei empathen, hellfühligen Menschen ist es natürlich auch so, dass man einfach hellfühlig Emotionen negativer Art von der anderen Person spürt und das nicht erträgt. Aber das ist ein anderes Thema, das bespreche ich in meinem Empathen-Video. Dieses Empathen-Video werde ich für dich als Link in die Infobox unten einfügen. Karmische Wunden sind also Wunden emotionaler, gefühlsmäßiger Art aus alten Leben, die dir von alles und jedermann zugefügt worden sind. Und wie heilst du sie, wenn du erstmal eine karmische Wunde aus einem alten Zeitalter erkennst? Dann möchte ich dich bitten, um dies zu heilen. Wie heilst du die karmische Wunde? Also, mach es dir zu Hause oder woanders an einem ruhigen Ort gemütlich und bequem, meditativ. Schließe dann ganz entspannt deine Augen, atme tief durch. Hülle dich zuvor imaginär visualisiert in eine wunderschöne weiße Lichtschutzkugel. Bitte deinen Schutzengel, dich während der Heilung zu beschützen. Bitte Erzengel Michael darum, ruf ihn, dass er dich beschützt, umhüllt. Du kannst auch andere Engel, Geistwesen, Lieblingsgeistführer von dir rufen. Das spielt gar keine Rolle, Hauptsache sie sind positiv. Gehe dann in diese Emotion, in diese karmische Wunde, wenn du sie benennen kannst, hinein. Fühle und spüre dort hinein. Und wenn du diese karmische Wunde fühlst und spürst, es kann auch eine Abneigung gegen ein gewisses Land sein, gegen eine gewisse Religion oder gegen gewisse Menschen. Wenn du in diese Abneigung hineingehst, fühle und spüre hinein. Und bitte dann im nächsten Schritt, jetzt, Gott, Göttin, die Urquelle, deine Seele, deine Engel, dein hohes Selbst, darum, dass sie dich bitte jetzt für immer, für alle Zeiten von dieser speziellen karmischen Wunde für immer und ewig erlösen, befreien, diese Wunde heilen. Bitte und bete einige Sekunden, Minuten lang aus ganzem Herzen um Heilung, um Erlösung, denn du hast einen freien Willen. Du musst es bewusst mit deiner Sprache, deinem Wollen, deinem Wissen kundtun, dass du diese Erlösung möchtest. Dann kann die geistige Welt, können deine Engel, kann deine Seele sich sofort ans Werk machen, nimmt diese Last von dir. Es spielt keine Rolle, ob du das in dem Moment nicht hellsichtig sehen, fühlen, kontrollieren, wahrnehmen kannst, weil du wirst eine Erleichterung verspüren. Und diese Erleichterung ist ein wichtiger Hinweis, dass du fühlst, etwas geht weg. Das bedeutet, du brauchst nicht unsicher sein, weil es reicht, wenn man da mehrmals drum bittet. Du kannst es auch auf ein Blatt Papier schreiben, es an Neumond verbrennen. Gestern war Neumond. Oder bei abnehmendem Mond verbrennen. Und dann bittest du Gott, Göttin, die Urquelle, wie auch immer du es nennen möchtest, das Universum, den Spirit, ist völlig egal. Du musst dich wohl damit fühlen, dich von dieser speziellen karmischen Wunde für immer und ewig zu erlösen, dich zu heilen. Meistens funktioniert das sofort, wenn die Wunde sehr tief ist, kann es ein paar Wochen, ein paar Monate dauern und du musst es ab und zu mal wiederholen. Aber meistens funktioniert es sofort. Wenn du merkst, es funktioniert überhaupt nicht, du bist unsicher, du fühlst dich da verloren, die karmischen Wunden sind komplexer, dafür gebe ich meine Readings. Ne? Aber probier es ruhig erstmal alleine, damit du da auch selbstsicher wirst, du dich da hineinfühlen kannst. In diesem Sinne, du Liebe, wünsche ich dir viel Erfolg. Viel Glück, viel Freude beim Heilen deiner karmischen Wunden. Ich umarme dich aus der Ferne, schicke dir viel Sonne aus dem schönen Teneriffa. Alles Liebe für dich, für euch. Ciao.